Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. So, was kann ich denn für dich tun? Handle mit Händlern. Verkaufe. Ich möchte nichts verkaufen, Rohstoff und so, habe ich so das Gefühl, das brauchen wir alles. Wir könnten Outfits verkaufen. Oder auch nicht. Also eher nicht. Karte. Da sind die Ruinen. Mutters Wacht. Was haben wir hier hinten? Begib dich zu Broms Lager. Quest. Aktiv. Haupt. Neben. Machen wir natürlich das, ne? Reiten, weiß nicht. Ja, mach mal. Wohlgefallen. So kann ich nicht sammeln. Wir brauchen ja noch alles Mögliche für unseren Beutel. Apropos Beutel, da können wir auch mal gucken. Vergrößere deinen Kriegsbogenköche. Klar, warum nicht? Okay. So. Achso, ich kann gedrückt halten, alles klar, cool. Nehme ich lieber mit. Wie war das nochmal mit dem Bogen? Ist schon wieder ein bisschen her. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Loot ist mein Hobby. Kann ich mal die Seilrutsche da benutzen? Oh wow. Hier könnte man ein schönes Häuschen bauen. So schön am Fluss. Da ist ein Plünderer, aber auch ein Wildschwein. Na, ich glaube, das ist noch ein Plünderer. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Hey, guck mal. Hier bin ich. Diese Wächter? Ja.
doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Wie war das nochmal mit dem Fokus so? Spur markieren. Okay, Spur markieren, okay. Okay, ich habe sie jetzt markiert, glaube ich, oder? Ja. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Es führt halt genau da, dahin. Ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Ah, da wollte jemand was anlocken. Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Gut so. Guter Fund. Ja, wir sammeln das eben dahin und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ich glaube, wir sind gelevelt. Boah, wie weit geht denn das? Wir sind doch gleich wieder in Mutterherz. Ja, genau da, wo wir herkommen. Das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Hat da vielleicht irgendwas... Ist auf jeden Fall hier weitergegangen. Was haben diese Plünderer denn da? War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Da kommen noch mehr. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Natürlich hier noch haben.
nehme ich für unterwegs mit. Der läuft bei mir in den Fels rein. Wahrscheinlich oben drauf. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Ruhm war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Vielleicht hat ihn jemand gedroht, wenn er wiederkommt, dass seine Schwester oder so. Da hinten geht's weiter. Na! Gut, das war jetzt nicht so klug. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Die sind doch noch direkt auf dem Weg. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Zu wem sagt er das? Weil eigentlich sind wir ja gar nicht da. Ach, was ich höre dir nicht zu! Mann! Du musst erst schwören! Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Der Vergessene. So.
Oh, bemerkenswerte Belohnungskiste. Da gucken wir doch mal nach. Schatzkisten. Ah, okay, können wir nicht nutzen. Mhm, Zünder, okay. Draht. Outfits. So, Fertigkeiten, da hätten wir sogar wieder was. Schlag von oben, Schlag von unten. Ich glaube, das könnte tatsächlich noch interessant werden, so uns ja, darauf zu spezialisieren. So, schleichen. Gerade bei Menschen, denke ich, wäre das sehr sinnvoll. Oh nein, das war dumm, das war dumm. Ich dachte, ich springe da an den Baum. Ich habe das falsche Spiel im Kopf gehabt. Also mal gucken wegen Buch, falsch, wegen Quest. Nebenaufträge, Tutorials, okay. Wir haben nichts, also der Hauptquest folgen. Was ist hier mit? Was ist das? Weiß ich nicht. Da los. Braucht die Hilfe? Oh oh. Das klingt nicht gut. Geräusche. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Seid vorsichtig! Holt es näher ran! Näher! Wahl, nicht wahr? Aloy! Die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein. Ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Unsere Verluste extrem.
Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir genau dies in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch... Oh, Loot. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.